Tschüss, noch wiedersehen. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wilbald räumt das Wasteland auf. Wir sind immer noch hier bei unseren Roboterfreunden in Grey Garden, eine autarke Gärtnerei. Und wir sollen hier die Wasserversorgung einmal auschecken. Lass ich mal kurz gucken. Das ist nämlich die andere Mission. Hat sie doch gesagt, ich soll mir das mal angucken. Das müsste das andere sein. Warte mal. Es war nicht angewählt. Alles klar. Das ergibt Sinn. Na, jetzt wird uns das hoffentlich angezeigt. Oder? Ist das jetzt das? Immer noch nicht. Was habe ich denn noch aktiviert? Na, ich habe doch nur diese. Hä? Ach doch, ist doch so weit. Oh Gott, das ist ja ganz schön weit weg. Das ist ja sogar noch näher dran an Oberland Station. Egal. Wir sind übrigens immer noch ohne unsere Powerrüstung unterwegs, die ich leider vergessen habe. Deswegen müssen wir aufpassen. Wir sind natürlich sehr viel verwundbarer so. Auf diese Art und Weise. Was ist hier denn eigentlich? Hier gibt es auch geile Sachen. Mal hier. Rostschutzmittel Buff Out. Klebeband nehmen wir mal mit. Was ist hier für ein Haus? Wir haben auch auf jeden Fall halt eine Familie gewohnt. Bis die Bomben fehlen. Huch. Ich finde, das nächste Fallout könnte ruhig in Miami spielen oder New York, sagt Quicksilver. Aha. Mario, vielen lieben Dank für den Support. Oh. Leere, gewölbte Vase mit Weidenmuster. Bourbon im Schrank. Brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir. Können wir alles verkaufen. Was ist hier los? Gibt's hier Ärger noch? Da ist ein Keller. Ein Hut. Hut ist gut. Da schaut ein bisschen Ventheads. Nehmen wir natürlich. Alkohol jede Menge. Hier gurgelt doch irgendwas. Geil. Das wär's. Oh, geil. Guck mal. Einfach so. Eine unterirdische Anlage. Ein Atombunker. Man sollte eigentlich erwarten, dass die Leute sich hier, als die Bomben fielen, verkrochen haben. Ah, hier ist doch bestimmt irgendwas Schönes. Patrone. Und dann die Frucht nehmen wir mit, einem Superkleber, kann man immer gebrauchen. Laborstation. Oh. Geil. Lohnt sich das? So. Wie schön. Silbergabel. Silbergabeln bringen nicht so viel Geld, wie ich mir das erhofft hatte. Können wir eigentlich irgendwas Geiles craften? Bären, Mentats, Buffjets, Buffteds. Was bringen die eigentlich alles? Zeitlupe für 10 Sekunden finde ich ganz lustig. Boah, hier, ne? 3 Stärke, 3 Ausdauer plus 65 maximale Gesundheit und 35 maximale Ausdauerpunkte für 8 Minuten. Buffjet. Geil. Hey. Warte. 5 Intelligenz. Ah, das ist sogar noch geiler eigentlich. Wahrnehmung. Habe ich nie viel benutzt tatsächlich. Aber das kann natürlich insbesondere, wenn man so, wenn man in einer schwierigen Situation ist, können die schon eine Menge ausmachen. Geil. Ist schon super. Gibt auch ein bisschen XPs. Was können wir noch machen? Fallen. Feuerwerk. Heilung.
Heilung ist super. Oh, da brauche ich Antiseptikum. Antiseptikum fehlt uns, aber holla, die Waldfee. Wo kriegen wir das denn her? Ein Teller? Nee. Nein. Ja. Kann man schon coole Sachen mitbauen. Jo, aber hier ist noch eine Tür. Dahinter könnte noch Drama lauern. Warte mal, Düngemittel. Brauchte man das nicht auch für... Kann man nicht... Aus was kann man dieses Antiseptum? War das nicht vielleicht... War das mit Düngemittel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich nehme mal Düngemittel mit. Für irgendwas konnte man das gebrauchen. Von diesem Klo. Toll. Ja. Ah, ist klar. Ansonsten nichts Spektakuläres. Ah, warte. Safe? Hatte ich den schon? Ach. Geschafft. Drin. Geil. Oh, nope. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Sehr gut. Jo. Also, haben wir doch ein bisschen was hier rausgeholt. Und dann können wir wieder nach oben. Und hier haben wir auch schon alles, meine ich dann. Klemmt. Oh, was? Warum? Wie klemmt? Da würden wir uns doch jetzt mit voller Wucht gegenschleudern eigentlich. So, oben haben wir auch alles gemacht, ne? Da, hier kamen wir her, glaube ich. Wir kamen von... Oh, da können wir mal hier raus. So. Ah ja, lade, lade. Was machen wir? Einen Schluck trinken. Ich habe damals in Fallout 4 fast durchgehend immer die 10mm gehabt. Ja, ich spiele auch ganz gerne mit Pistolen. Auch bei Cyberpunk zum Beispiel habe ich auf Pistolen gespielt und das auch geskillt, weil ich finde, das hat einen gewissen Style, weil bei einer Pistole jeder Schuss zählt. Bei einem Gewehr, klar, also diese Hunting Rifles und so sind auch nice, aber Pistolen sind, haben irgendwie sind die cool. Weil man kann die natürlich auch ein bisschen leveln. Zum Beispiel jetzt. Könnte man hier mal Pistolen auf plus 20% Schaden geben und dann irgendwann sind die richtig krass. Aber eigentlich sind die Sachen hier noch viel wichtiger mit Terminal-Zecken und so weiter. Aber ich gehe jetzt einmal tatsächlich, spart auch Munition, das machen wir jetzt ja einmal Revolverheld. Weil 20% mehr Schaden ist schon viel. So. 20% ist schon viel. Yo, wir gehen jetzt und clearen mal für die Roboter das Ding. Wir haben eigentlich was anderes vor, aber so ist es halt bei Fallout. Darf ich irgendwas aufblitzen sehen? Da ist ein Feuergefecht. Aha, sollen wir da mal eingreifen? Der ballert hier rum. Was ist hier los? Hallo. Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. Ah, kenn ich. Du bist einfach alt. Aber was hat der geballert? Auf irgendein Tier wahrscheinlich. Ah, okay. Oder macht man die mit so Pilzen? Womit macht man dieses Antiseptum? Ich weiß es nicht. So, da müssen wir hin. Weit weg, die Wasserversorgung. Oh. Vielleicht gibt es hier Meierlurks. Wo kommen wir da am besten rein? Oh, da sind Super Mutants. Was habe ich denn? Oh, dieser Hund. Was habe ich denn für Waffen? Jagdgewehr. Munition, ja. Die hat eine okay Reichweite. Ah.
Okay. Der hat einfach mal einen Raketenwerfer gehabt. Frechheit. Ah, da hab ich, ah nee, das ist, da hab ich nur 60 Schuss, na gut. Ja, ich hab meine Dings nicht an, ne? Meine Power-Rüstung. Das macht sich natürlich bemerkbar. Wir können jetzt nichts mehr ab. Ich fühle mich richtig nackt und schutzlos. Ohne Power-Armor. Da oben sind die Siedler, glaube ich. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht so eine... warte mal, da links ist ein Pfad, aber der läuft auch nicht da rein. Schleimen wir uns mal an. Oh fuck. Ja. Was auch immer. Wups. Ey, ich bin auch weggeslidet. Ach man, der hat einen richtig krassen Radius. Die Dinger sind krass. Oh, 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 okay, da müssen wir gucken. Ich könnte auch einen Stealth Boy nutzen. Sniper Rifle habe ich leider nicht. Oni Mann, was hast du gefunden? Ja, hol. Das ist eine Granate. Habe ich jetzt bekommen? Keine Ahnung, irgendwas hat er gefunden. So. Stimmt, ja. Ich habe auch noch meine Minigun. Die ist natürlich jetzt auf Entfernung nicht so geil. Aber ja, das ist völlig richtig. Die können wir vielleicht nehmen. Da. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die beste Wahl. Ich kann gar nicht mehr ziehen. Oder? Weil ich aber kaum treffe. Okay. Oh, fuck. Okay. Scheiße. Oh, oh. Fuck. Scheiße. Aber gut, dass sie mir alle entgegenkommen. Also. Ja, okay. Lalalala. Der Raketenwerfer, Mann. Aus dem Menü raus. Scheiße. Oh, 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 oh.
Eieieiei. Oh, der hat den Raketenwerfer. Hat der Munition? Nee. Shit. Boah, da sind ja noch voll viele. Nap. Eieieiei. Das ist eine ganz schöne Supermutantensiedlung hier. Die wollen wir mal jetzt nach Hause schicken, die Jungs. Oh, perfekter Treffer einfach. Yes, baby. Nice. Wir nehmen mal eine Waffe mit ein bisschen mehr Präzision. Oh, wie gut. Komm jetzt. Okay. Gut, Freunde. Dann wollen wir mal schauen. Das Hundimann, der lebt auch, okay. Also hier dürfte wieder ein bisschen Radioaktivität sein, aber... Ah, jetzt hat sie ausgebrannt. Sehr gut. So, Kronkorken nehmen wir mit. Wo sind die ganzen Überbleibsel? Hier fressen wir richtig Radioaktivität, aber wir wollen natürlich unsere Beute auch an uns nehmen. Hier ist noch einer. Oh, Nuclear Material. So, dann dringen wir mal in die Base ein. Wo ist denn am besten Zugang? An der anderen Seite. Da ist eine Öffnung. Ich glaube, das ist fast egal. Wir werden überall nass werden, vermutlich. Ja komm, ist egal. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich versuche es durch Gedankenkraft zu verhindern. Ah, Hilfe! Radioaktivität! Okay, was haben wir denn jetzt hier? Geräuschfalle. Aber ich hoffe, ich habe schon alle platt gemacht hier. Was gibt's hier Geiles? Licht anknipsen. Müssen eigentlich alle weg sein. Oh fuck! Ey, nicht da! Ich will das. Hör auf! Ich will die Fusionszelle haben. So. Müssen wir aufpassen, dass hier nicht noch weitere Fallen überall versteckt sind. Uhr 13, wir schlafen mal 2 Stunden, dann sind wir auch wieder geheilt. Und die Sonne geht auf. Und außerdem kann man nur schlafen, wenn... Oh. Nehmen wir mal mit, gucken wir uns mal an, was das Ding kann. Bap, 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 bap.
Die war das, ne? Reichweite ist sehr gut. Aber, ja, brauche ich jetzt nicht. Kommt man da rein? Ich glaube nicht. Es geht auch mehr um die Quest und die ist hier vorne. Oh, warte, warte, warte. Bevor wir wieder Probleme kriegen, müssen wir Radio ausschalten. Beziehungsweise wahrscheinlich auch Musik. Na, ich muss Musik komplett ausschalten. Das ist echt blöd. Ich wünschte, ich könnte das anlassen, weil die Musik so toll ist. Das bringt eine Menge für die Atmosphäre. Ja. Oh. Alter. Ja, okay, es ist leider nicht möglich, das so auszustellen. Jetzt habe ich irgendeinen Quatsch aufgenommen. Aber wenn ich das jetzt anlasse, dann wird das geclaimed. Und das ist Quatsch mit Soße, das wollen wir ja nicht. Da müssen wir rauf. Oder rein. Da muss ich rein, okay. Hoppidoo. Und ja, super Sprung. Was haben wir hier? Ah ja, Munition. Schwere Supermutantenhandschuhe. Was bringen die mir? Gucken wir uns gleich mal an. Den nehme ich mal mit. Benzin ist gut. Oh. Panzerbrechende Automatikpistole ist Öl. Nehmen wir auch mal mit. Pass auf, was haben wir da jetzt eingesammelt? Kleidung. Da. Nee. Noch mehr davon? Das ist linker Arm. Was haben wir derzeit auf dem linken Arm? Das. Ja, da kann das auch weg. Raus. Und dann haben wir diese Pistole eingesammelt. Die ist jetzt leider eine Automatikpistole, aber panzerbrechend. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir kriegen nicht den 20% Bonus, den wir gerade gelevelt haben, weil die eine Automatikpistole ist und die ist nur für nicht automatische Pistolen, dieser Bonus. Wir gehen mal hier rein. Ah, jetzt müssen wir wieder Ewigkeiten laden. Kein Problem. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Nee, die Musik ist leider nicht so alt, dass sie rechtefrei ist. Wir hatten schon Claims auch auf Fallout-Videos. Was schade ist. So, was haben wir hier? Kaputtes, hier dreckiges Wasser brauchen wir jetzt nicht. Okay, keiner zu Hause. Richtig. Schauen wir doch mal. An alle Mitarbeiter. Medienveranstaltung Weston Wellness, 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Weston Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommt und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Weston-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Weston-Wasser gemäß unseres Wahlspruchs »So schmeckt Perfektion« an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten um... Ja, um... Weiter... die verloren gegangene Produktivität wieder wettzumachen. Ja, so war das in der Zeit. Ah, ich mag diese Tonalität. Oh, Karte aktualisiert. Guck mal. Karte aktualisiert. Ich nehme mal wieder die Waffe in die Hand. Ich traue dem Frieden hier nicht. Oh, eine Fusionszelle. Oh, Eichhörnchenbissen nehmen wir auch mit. Hallo, 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 hallo. Oh, das ist ja nett. Oh, die Pistole hat es nicht gebraucht. Geflickter Dreiteiler. Patrone. Ich höre es doch hier. Ist das mein... Und ja.
Oder ist es mein Hund, der hier diese Geräusche von sich gibt? Oder hat sich hier irgendwo ein Ghoul verkrochen? Wir werden knacken. Knack. Das wär's. Oh, der Besen bewegt sich. Stimpak, ja, nehme ich. Terpentin nehmen wir mal mit. Guter Schrott. Ja, nehmen wir auch mit. Ansonsten ist hier nichts drin. Superkleber. Ach, guck mal hier. Ach, dem geht's gut. Dann wittert er auch keine Gefahr, wenn der sich hier so auf dem Boden wälzt. Ah, hier geht's schon nach oben. Aufs Dach. Aber die Quest ist unten, ne? Was ja auch Sinn ergibt. Wasser ist ja eher in Bodennähe. Vielleicht können wir mit dem Fahrstuhl fahren. Komm. Oh, nein. Oh, nein. Es tut mir leid. Dog Meat! Nein! Da ist übrigens eine Luke, ne? Da kommen wir auf den Fahrstuhl rauf. Das dürfen wir nicht vergessen. Das müssen wir nochmal ausprobieren. Was da. Ach du Scheiße. Ist hier irgendein Terminal, wo man das ausschalten kann? Da wäre er gewesen. Schauen wir mal rein. Oh, das haben wir doch schon gelesen. Ja. Und das. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu den mit schlechtesten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hier mit Weston-Betriebsleiter Mr. Saul Aronson Lob für seine mutige Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben werden. Ja, dieser Zynismus, es ist so geil, in Fallout einfach. Die ganze Welt ist so verdorben. Mit einem Lächeln. Verdorben mit einem Lächeln. Was ist das für ein... Was ist das? Da leuchtet was. Ich weiß nicht, was es ist. Klo, 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 Klo. Warum ist die Tür abgesperrt? Geschafft. Oh. Hier wurde doch... Oh, da geht es sogar noch weiter. Ah. Terpentin. Was können wir denn hier mal machen? Können wir da irgendwas Neues wieder mal Fußangeln? Oh, jetzt können wir Feuerwerke machen. Wegen des Düngers, ne? Oh, das sieht bestimmt schön aus. Wetterwechselgeschoss. Oh, geil. Notfackelgeschoss für die Minuteman oder was? Das ist schön. Guck mal hier, wir können das Wetter beeinflussen. Haha. Ich hatte keine Ahnung. Oh, wir können uns Molotovs machen. Kostet 4 Öl. Gibt auch immer ein bisschen XP. Das wollte ich eigentlich machen. Stimpak. Ja. Wo habe ich jetzt dieses Antiseptum her? Was hatte ich da eingesammelt? Irgendwas hatte ich eingesammelt, was ist. Terpentin, war das über Terpentin? Doch, ich bin mir nicht mehr sicher. Hä? Habe ich das Loch in der Wand gerade nicht gesehen, weil die Tür zugegangen ist oder was? Amüsant. Biometrischer Scanner, brauche ich das? Ich glaube nicht. Okay, dann können wir hinuntergehen. Oder wir schauen hier. Ah. Ja. Das habe ich befürchtet. Warte. Scheiße.
Ganz ruhig. Ich will... Ah, ich werde die ganze Zeit beschossen. Das ist doch 100 pro das Terminal, wo man das ausstellen kann. Was wollen wir denn mal jetzt essen? Hier so ein Leguan am Stiel. Püree. So. Ja, ja, Magazin habe ich schon gesehen. Ich will nur erstmal die Dinger da ausschalten. Ja. Komm mal, setz dich ran. Ah, es geht nicht. Doch jetzt. Da. Ey, das ist schon wieder das Falsche. Der... Dauert manchmal so. Deaktivieren, da. Das wollte ich machen. Danke. Jetzt können wir uns ganz in Ruhe... Ausgezeichnet. Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Ja. Nehme ich. Wusste gar nicht, dass man... das über so Hefte kriegt. Das hatte ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, Experte. Ach. Schön. Patrone, 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 Zelle, Patrone, Golduhr. Boah, Kriegsgeld. Patrone, eine einzige oder was? Jo. Wir müssen noch tiefer hinab. Was ist los, Honey, Mann? Frostschutzmittel brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Gibt's hier noch? Nö. Gibt's nicht. Aber es geht hier noch runter. Dieser Knopf funktioniert nicht. Warum? Ich glaube, man kriegt den auch nicht dazu, dass er funktioniert. Die Frage ist, warum ist da überhaupt eine Tür, wenn man da nicht rein soll? Also entweder wir kommen da von der anderen Seite noch rein oder man muss sie aktivieren können. Weil warum sollte sie sonst hier verbaut sein? Muss ja nicht zwangsläufig. Man erwartet ja hier nicht eine Tür. Da muss was hinter sein. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite. Wenn wir den Fahrstuhl hier nehmen oder was war hier noch? Ha! Fusionszelle. Oder hier lang, genau. Ha! Das ist es, oder? Immer noch nicht. Okay. Ja gut, das ist die andere... Ah, alles klar. Sieht das ekelhaft aus. So, hier machen wir jetzt mal was Gutes. Und sind da jetzt irgendwelche Viecher? Ah, Meierlurks. Hi. Ja, ich muss denen ins Gesicht schießen. Die sind natürlich mega gepanzert. Jetzt haut er ab. Mist. Da, wisst ihr was? Ich glaube, da wäre die panzerbrechende Waffe gar nicht schlecht, die ich eingesammelt habe. Und zwar hatte ich doch diese hier. Panzerbrechend. Oder die Minigun. Die ist ja noch, eigentlich ist die Minigun noch besser. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel Munition? 245. So, jetzt geht das auch auf. Meierlex! Wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Oh, niemand, geht aus dem Weg. So, war das? Ne, das war nicht die Tür von eben. Oder das war die Tür von eben. Durch die wir nicht durchgekommen sind. Ja, ja. Oh, da höre ich was Meier lurken. Ah, was ein ekelhaftes Geräusch. Ah.
Oh, ekelhaftes. Oh, wieso hat er überhaupt so viele Kronkorken gesammelt? Weil der Menschen gefressen hat. Die Kronkorken bei sich trugen. Der Mordfall ist gelöst. Es war der Meyer-Lurk. Du Scheiße. Oh, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Die wollten die Tür einreißen. Irgendwas, was ist die Geschichte da? Los, Tatort, CSI, Fallout. Die haben alle diese Sledgehammer in der Hand. Und diesen Lötkolben, die wollten die Tür öffnen. Warum wollten sie die Tür öffnen? Irgendwas hat ihnen Angst gemacht. Sie wollten... Was hat ihnen Angst gemacht? Cool. Cool. Nehmen wir. Nehmen wir. Wir kriegen hier mittlerweile überall Patronen, ne? Das ist gut. Sogar ein paar hier von die Minigun. Ja, aber so richtig geil war das jetzt nicht. Immerhin ein bisschen was. So. Zurück. Richtung Quest. Scheiße. Wand an. Ah, fuck. So. Pumpsteuerung. Wasser. Marsch. Ach du Scheiße. Brenne, Meyer-Lurk! Mit deinem Weichpanzer. Brenne! Da läuft er davon. Oh. Ah, Mist. Scheiße. Bin nicht wirklich gut gewappnet. Schrotflinte ist nicht schlecht, glaube ich, gegen die. Naja. Ich glaube, so weit kann ich nicht werfen. Könnte jetzt hier runterspringen. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, der gewollt ist. Wir nehmen noch, gucken nochmal, ob hier ein anderer Pfad möglich ist. Das müsste hier und dann... Jo. Shoot. Das wäre der richtige Pfad. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, dass ich die hier ein bisschen andetze. Nein, was dann... Wohl keine Meyer-Lurks, sondern Fire-Lurks. Da ist noch eine Ekelhaftigkeit. Lurk. Na, lurkst du rum? Lass tun die mal in Ruhe, sag ich dir. Runter, hier hinunter. Da ist der nächste Schalter. Das Wasser wird sich wieder etwas absenken. Und da unten ist der nächste. Was eine widerliche Pampe das aber auch ist, oder? Ich könnte jetzt mich hier droppen lassen. Und dann gehe ich da einfach hin. Frage mich, na... Ich glaube, man soll von der anderen Seite kommen. Das ist nicht der gewünschte Weg.
Wir gehen mal den gewünschten Weg. Erfüllen wir dem Spiel, was es will. Hier könnte ich runtergehen. Und dann käme ich da auch schon. Vielleicht ist das sogar. Aber wir gucken nochmal hier. Oder da. Hier waren wir schon. Das haben wir schon gedrückt. Oder? Nee. Warte mal. Das Hochwasserschutz vom aktiv 3 von 4. Aktiv, aktiv Fehler. Also die vierte. Aber das ist ja nicht diese hier. Ja. Vielleicht müssen wir das am Ende machen hier, das Ding. Ich weiß es nicht. Was passiert? Ich mach mal F5 und drücke einfach mal. Passiert erwartungsgemäß gar nichts. Deswegen gehen wir gleich wieder runter. War ich hier schon? Hier war ich doch schon. Entschuldigen Sie bitte, dann habe ich das Terminal nicht richtig gelesen oder wie? So, und hier haben wir auch schon. Jo. Nur mal einmal zur Orientierung. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Und zwar da hinten. Hier. Oder, warte, was ist hier? Da waren die Typen, genau. Gehen wir hier runter oder da, ist egal. Was hatte der noch? Fleisch von Weichschalen, meine Lux. Nee, ist mir jetzt egal. Mach ich jetzt nicht. Brauche ich das? Ah, oh, shit. Vielleicht schauen wir, ob wir noch was Leckeres zu essen haben. Ja, finde ich schon. Kann man gut machen. Oder so ein bisschen so eine Beere hier. Oder eine Melone. Was hat der noch zu bieten? Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Ist das in irgendeiner Form erstrebenswert? Obwohl diese eigentlich auch nicht so schlecht. Die geben einem 40 Trefferpunkte. Und allerdings 15 Rail. Nee, das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. Es gibt ja nur 2 Stahl. Nee, das Meyerlöck-Fleisch. Ich weiß nicht, ob man es kochen oder braten kann, ob es dann noch besser genießbar ist, aber so gibt mir das zu viel Radio-Zeug. Alles mit. Und wieder hinaus. Was ist das? Warum bist du da? Bin ich hingehört? Okay. Unglaublich. Manche Leute, ey. Kamen die da einfach raus. Ich fand es aber ganz stylisch, wie der gerade so in Third Person den Molotow geworfen hat. Das habe ich natürlich nur für euch gemacht. Ein bisschen Style zu haben. Was? Hab ich selbst verkrüppelt. So. Ihr habt meinen Hund verletzt. Ihr habt meinen Hund verletzt. Verletzt auch mich. Steh auf, Hundi Mann. Die Gefahr ist gebannt. Kein Grund, weiter traurig zu sein. Du musst durch diese Tür. Aber kriege ich die dann auf? Oder kann ich da durchschlawinern? Nee, ne?
Wie komme ich da nicht durch? Das ist natürlich nicht der gewünschte Weg, aber... Ah, du bist da durchgekommen, oder was? Okay. Ach so, läuft das. Na gut. Du hast mir den Weg gezeigt, Hundimann. Du bist ein echter Freund. So, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Fuhre, Meyerlurks. Die ganz unten gewohnt haben. Das ist die Frage bei den Meyerlurks. Wie ist das von der Kaste? Sind die ganz unten leben, die mächtigsten? Vermutlich schon, oder? Meyerlurk-Eier. Hab ich ein Meyerlurk-Ei? Vielleicht gibt das auf dem Schwarzmarkt gute Preise. Okay, jetzt kommt hier noch so ein riesen Meyerlurk. So, zwischendurch mal wieder speichern. So, jetzt ist hier das Wasser auch abgelassen. Und genug, um zurückzukehren. Weil manchmal findet man dann noch was. Haben wir aber hier nicht, ne? Schade. Hätte sein können, dass da noch ein Bubblehead liegt oder so. Dann wieder rein in die Pampe. Jo. Jo. U-Bahn-Marke. Ich hab die mal gesammelt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber diese U-Bahn, es gibt halt so eine, logischerweise natürlich auch, wie sich das gehört für Fallout, eine vernünftige U-Bahn, die natürlich nicht mehr fährt. Und da gibt es irgendwo diese U-Bahn-Marken und ich bin mir nicht mehr sicher, ob man die in so einen Automaten packen kann oder ob die völlig nutzlos waren. Da gibt es dann auch so Kontrolleure. Nach oben. Diese Roboter, die da so rumlaufen und kontrollieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob man dafür eine Fahrkarte braucht. Nils braucht wieder seine Repeater-Rifle. Ja, das war Fallout 3, aber das war die beste Zeit natürlich, ja. Wird dir Männerlords gefallen, fragt Moor Kashi. Sehr gut. Männerlords werden wir auch noch weiterspielen. Das hatte ich für heute auch auf der Liste, aber dann war ich so ein bisschen im Fallout-Fieber. Aber wir müssen natürlich Männerlords auch noch zu einem Ende bringen. Das ist eine sehr lange Fahrt hier gerade. Wo fahren wir ganz hin? Und kann ich nicht... Ah, warte, das ist der falsche Aufzug. Mist. Ey, okay. Wir hatten doch noch... Mist. Wir konnten doch bei dem einen Aufzug oben aufs Dach noch rauf. Das haben wir... Shit. Lurkt es irgendwo? Nee. Aber wir haben doch jetzt den... warte mal ganz kurz. Das ist... Ist das Wasser jetzt hier... Ja, das Wasser ist hier massiv runtergegangen. Ich frage mich, ob das sich lohnt, nochmal auf diesen Aufzug zu gehen. Weil ich weiß, dass man da oben aufs Dach konnte. Aber ich habe keine Ahnung, ob das lohnenswert ist oder ob das am Ende mega lame ist. Ich hätte es einfach direkt machen sollen. Ich glaube, da wird sich doch nichts Geiles finden direkt am Anfang, oder? Sollen wir nochmal gucken? Ich bin jetzt... Es würde mir keine Ruhe lassen. Ich glaube, wir gucken nochmal kurz, was auf dem Aufzug ist. Wir können die Zeit ja nutzen, um uns zu unterhalten. Die U-Bahn-Marken bewahren dich davor, von den Protektrons angegriffen zu werden. Ja, man braucht da dann... Die wollen halt eine gültige Fahrkarte sehen. Das ist auch so geil. Die wollen eine gültige Fahrkarte sehen. Und wenn man die nicht hat, dann töten sie einen direkt. So ist das in dem Spiel. So, ich laufe nochmal zu dem Aufzug. Das war hier, ist ja nicht weit weg. Und nur mal gucken... Da oben. Ist da jetzt irgendwas? Und die Frage ist... Nö. Aber... Da muss doch irgendeinen Sinn ergeben, weshalb ich die Luke öffnen kann. Was passiert, wenn ich jetzt runterfahre? Ich probiere das jetzt mal aus. Nach unten.
außer irgendwas jetzt noch passieren. Einfach überhaupt nichts. Okay, das ist ja ultra lame. Vielleicht geht das, weil das der einzige Aufzug ist, der keine Ladezeiten hat. Dass die einmal so ein kleines... wisst ihr was? Der hat keine Ladezeiten. Lass mal eine Luke einbauen, weil normalerweise kann man ja nicht einfach... So, hier geht's wieder raus. Weil dann würdest du ja sehen, dass der Fahrstuhl gar nicht so lange fährt, wie geladen wird. Wenn man von oben reinfällt, ja. Aber jetzt habe ich meinen Frieden damit gemacht. Wir wissen, dass wir nichts Spannendes verpassen. Das wieder hingegen, naja. Oh, ich warte so sehnsüchtig auf dieses Tool, das die Ladezeiten reduziert. Was? Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das hat einfach so rumgespratzt. Irgendein Spratzglitch. Achso, hier waren wir doch schon. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt können wir eigentlich Schnellreise machen. Zurück zu unseren Freunden. Auf Sir White. In Grey Garden. Die Molotow-Cocktails haben mir Spaß gemacht hier gegen die Meyer-Lurks. Das war lustig. Eventuell können wir jetzt die Siedlung hier schon unser eigen nennen. Hallo! Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Richtig. Mhm, ja. Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Was denn? Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Nein, jetzt nicht nur so ein paar Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Wie jetzt? Aber es ist jetzt schon meine Siedlung hier, oder? Ich frag mich, wenn ich jetzt diese... Ich kann ihm ja immer Beeren geben und er gibt mir dafür Geld. Das ist ein unendlicher Geldsheet eigentlich. Düngemittel ist gut zum Bauen. Hier, nee, das ist der falsche. Der da. Der war das. Warte mal. Officer Brown. Officer Brown. Um Himmels Willen. Was jetzt? Ey, komm, rede Wir mit dir. Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Ich kann das Wetter verändern, wenn ich so eine... ein Feuerwerk braucht. Ich dachte, ich darf dem so ein paar Dinger regelmäßig verkaufen, aber er will nicht mehr mit mir reden. Wo ist denn da? Geil. Okay, jetzt gehört das hier offiziell uns. Wir können hier den ganzen alten Crap recyceln. Und dann haben wir hier ein bisschen Stahl. Und dann können wir hier auch vielleicht ein bisschen Verteidigung bauen. Wir brauchen natürlich keine Betten und so, ne? Ist ja alles, sind ja alles Roboter. Wobei ich nicht weiß, ob hier vielleicht auch Menschen wohnen. Ey, nee. Menschen wohnen dürfen. Ja, weg. Brauchen wir alles nicht. Alles weg, der ganze Müll. Nope. Doch toll aus. Weg. Hey. Oh, wieso geht das Auto nicht weg? Hallo? Das ist seltsam. Lagerfeuer ist hier. Alles wegmachen. Die toten Bäume. Ah, wieso gehen die nicht weg? Bin ich außerhalb des Baubereichs? Nee. Wie weit geht der Baubereich? Bis da. Ja, eigentlich dürfte ich das noch. Check mal. Keine Ahnung. Oh, guck mal hier. So, Öl. Der ganze Scheiß. Das ist wichtig.
Deren, das ist auch ein bisschen fies, so deren Ersatzteile einfach alle verschrotten. Da können die sich gar nicht mehr selber helfen. Jo, also was muss ich hier bauen? Schutz natürlich. Da bringen ja eigentlich nur diese Turrets was. Ich weiß aber nicht, ob ich die bauen kann. Dazu. Oh ne, wir haben alles. Das heißt, wir können, wenn ich jetzt hier alle mein Scrap einlade, vielleicht sogar 3 bauen, aber zumindest mal 2. Bauen wir die hier oben drauf. So. Ein. So. Und den anderen hier. Und den Rest müssen die alleine machen. Gut. Jetzt haben wir hier Schutz 10. Wenn irgendwer kommt, dann sind wir gut vorbereitet. Mehr machen wir jetzt hier nicht. Außer ein paar Sachen hier noch. Das ist eh alles kaputt. Guckt euch das an. Hässlich und kaputt. Da kann man lieber irgendwann mal was Neues bauen. Hässlich und kaputt. Das geht also irgendwo nicht weg. Okay. Super. Jetzt können wir wahrscheinlich wieder zu Preston, oder? Wie war das? Vermutlich hat der jetzt wieder ein Lob für uns und einen weiteren Auftrag. Oh, Polizeirevier Cambridge. Okay, das war diese Brotherhood of Steel Geschichte, glaube ich. Oh, Raider-Probleme. Genau, auch das hier, Oberland Station. Das ist ja auch in der Nähe, oder nicht? Das ist ja nur ein bisschen nach Süden. Das können wir ja eben mitnehmen. Beziehungsweise. Es ist hier einfach runter über die Schiene und dann ist das da vorne schon. Jetzt wird es gleich eingeblendet. Das, na, obwohl ein Stück weit ist es noch. Für die müssen wir auch wieder Raider loswerden und dann schließen die sich auch den Minutemen an. Wobei ich nicht weiß, ob die Roboter jetzt sich den Minutemen angeschlossen haben. Vermutlich eher nicht. Die wollen einfach nur mich versorgen mit Beeren. So in 100 Metern. Da könnten wir auch rein. Aber jetzt warte ich erstmal. Vielleicht sind da die Raider drin. Gibt es immer noch Quests, die verbuggt sind, die man nicht abschließen kann? Ich habe noch keine verbuggten Quests gefunden. Das ist die Siedlung, die ich euch neulich auch gezeigt habe. Auf meiner PlayStation 4. Oder beziehungsweise meinem PlayStation 5 Spielstand. Aber vornehmlich auf PlayStation 4. Gebaut damals und hier hatte ich irgendwie 38 Siedler, die war, boah, was habe ich hier haben alles die gebaut? Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Mhm. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Das ist wir echt wissen, gemein. Wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Ich bin jetzt ja da. Okay. Bisschen underwhelming, aber ich mache das jetzt für euch. Wo ist es denn das Problem? Da? Ja. Töte die Raider in Backstreet. Das können wir ja easy machen und dann sind wir auch bald in Diamond City. Komm, dann gehen wir da jetzt hin. Helfen denen und dann haben wir eine weitere Siedlung hier, was wie gesagt nicht so viel bringt, wie ich das gerne hätte. Aber Quests abschließen bringt ja auch zumindest mal Erfahrungspunkte. Hast du die DLCs in Fallout 4 auch schon alle durch? Ja, habe ich alle gespielt. Mit Freuden. Das Spiel selber habe ich lustigerweise nicht durchgespielt, weil ich irgendwann an so einem Punkt war, dass ich mich dann so entscheiden musste, gehe ich mit dem Institut, gehe ich mit Brotherhood of Steel oder mit dem Minuteman oder mit Railroad. Und dann habe ich so ein bisschen Scheiße, ein bisschen hinausgezögert und Okay, ist gut. Oh, keine Muni mehr. Oh, das ist blöd. Ah, fuck.
oh, oh. Honey Mann, ich komme! Da liegen sie alle auf. Seht das an. Die drei Suchis hier. Und mein Hund da irgendwo zwischendrin. Wo bist du, Hund? Ja, da geht's dir wieder gut, alles klar, yeah. Ja, das ist halt so Meyer-Lurk-Gebiet, das ist Sumpf, ne? Das weiß man ja auch, das könnte man auch umlaufen, aber nein, ich laufe da mitten durch. Dann ist das halt so. Dann wird man halt von Meyer-Lurks angegriffen, wenn man so unvorsichtig ist. Ich sollte mich mal wieder heilen. Mit einem Kürbis. Und ein bisschen Mais. So. Was ist das? Hier gibt es Mais und kann ich die einfach klauen? Das sieht aus wie ein Laden. Hier arbeitet doch jemand. Das gehört doch irgendjemandem. Es gehörte jemandem. Alles klar. Yo, sorry, dude. Daytripper. Ja, der hat es nicht überlebt. Aber im Wasteland wird nichts vergeudet. Das gehört dann einfach jetzt mir. Ich ernte das jetzt weg und dann koche ich mir irgendwas auf seiner Kochplatte. Und werde an ihn denken, während ich in das Gemüse beiße. Tja. Armer Mann. Nichts mehr drin. So, komm, wir gehen mal an den Kochherd. Können wir irgendwas Schönes machen? Nee, überhaupt nicht. Gemüsestärke. Was bringt mir das? Ich weiß nicht, ich mach das mal. Ich weiß überhaupt nicht, was das macht. Was macht die Gemüsestärke? Warum ist das nicht bei Hilfsmitteln? Hallo? Was ist denn das? Was habe ich denn da gerade gebaut? Hat das... Ist das auf Englisch ausgezeichnet noch? Oder wo ist das jetzt? Es ist hinfort. Ach, das ist fünfmal Kleber. Ah, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das ist ja ganz geil. Kleber ist nämlich recht wichtig, aber aufbereitetes Wasser ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Ah, okay. Ah, das ist ganz gut. Kleber braucht man immer. Wenn man ein bisschen Siedlung baut und so auch, oder wenn man Waffen macht. Jo, wo sind die Raider? Da hinten sehe ich doch schon irgendwas da. Seht ihr das? Ekelhafte Kuhle. Wie weit ist das denn da weg? Muss ich diese Stadt... Ah, das ist da. Okay. Die Waffe ist nicht gut. Ich nehme... Also die ist gut, aber die hat nur zwei Schuss. Das ist ja Quatsch. So. Wo sind die jetzt? Die ganzen ekelhaften Ghouls. Ghoul, Ghoul, Ghoul. Oder Scheiße. Oh, Gott. Rosa, die hat sogar einen eigenen Namen. Boah. Ja, wie die sich denn so ducken und... Mist, the nerve. Ja, die haben schon einen ekelhaften Laufstil. Hab ich jetzt aus Versehen irgendwen von den Guten platt gemacht? Ne, der ist doch nicht gut hier, der Johnny. Lebt noch. Mir wird schlecht.
Oh, das war der Karawan-Dude. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe keinen von deinen Freunden platt gemacht. Ich war... Boah, kommt der... Habt ihr das gesehen? Wie dieses Ochsenvieh mich von hinten umrammen wollte? Der war halt sauer, weil ich ihm Angst eingejagt habe. Aber ich glaube, hier ist niemand zu Schaden gekommen, der es nicht auch verdient gehabt hätte. Malpinsel. Ja, das war die Nachbarschaft auf jeden Fall. Das sind die Leute, die hier gelebt haben. Also kleine Häuschen, ne? Sehr bescheiden. Bescheidene Leute. Oh, Teddy. Bescheidene Leute. Hier sind so Shelters. One-Man-Bomb-Shelters. Erkennungsmarken. Aha. Oh, es ist traurig. Es ist so traurig einfach nur. Brauski! Atombunker für kleines Geld! Es ist einfach so zynisch alles. Atombunker für kleines Geld! Schnapsglas. Pümpel. Da geht's nicht rein. Aber wir haben eigentlich ein anderes Ziel. Wir wollen ja. Die Raider vertreiben. Wir hören es ja schon rumgeballert hier. Das ist der kürzeste Weg hier rechts. Und geradeaus. Ah, warte mal. Ist das vielleicht? Ich glaube, ich weiß. Ja, das ist auch eine Siedlung. Hier kann man auch eine Siedlung bauen. Oder? Hier rechts in die Straße rein. Oder bin ich... Da! Hier kann man eine Siedlung bauen. Scheiße, was war das? Da habe ich auch eine richtig geile Siedlung gebaut hier. Wer? Wer ist das? Ich werde mich hier jetzt hier reinhacken. Nein. Ach, ernsthaft? Hier nicht. Da ist nichts mehr. Oh fuck. Au. Das ist voll gefährlich gewesen, auch für euch. Jetzt kommt das Feuerwerk. Ich hab mir selber wehgetan. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Mein Hund in Ruhe! Nur eifrig weitergeballert. Ja, hier kann man eine schöne Siedlung errichten dann. Okay. Macht nicht besonders viel Schaden gerade, die Waffen. Ja, speichern ist eine gute Idee. Nehmen wir mal mit. Munition ist immer wichtig, Stimpack. Den Rest machen wir gleich. Genau, hier geht's wieder raus. Okay, das ist dann doch wieder eine andere Siedlung hier. Lass mich mal eben schauen, dass wir hier schon mal ein bisschen looten. Ja. Hier habe ich auch alles richtig geil ausgebaut. Bisschen Mundi. So, dann geht's dann wieder raus. Hier. So. Wie schön.
glaube auch, welches, weiß welches Gebiet das hier ist, hier links, dieses. Kommen wir da durch? Ja. Wer kämpft denn da? Wir können wieder Meyer-Lurks hausen in so einer Brühe. So. Nicht mehr weit. Da kann man sich auch hier. Was haben wir hier? Ist nicht unsere Mission. Komm, wir machen erstmal die Mission. Aber das ist so nice. Hier durch die ganzen. Da ist eine Bank. Räumlichkeiten durchzustreifen. Ah, hi. Oh, fuck. Ich werde auf meinen Hund geschossen, sowas kann ich überhaupt nicht ab, ne? Da wollte ich mit dem Billardkö hauen. Bleib mal stehen, so. Das ist mein Hund! Hä? Wo ist denn? Ach, dahinter ist noch gesch... Ist der da drin? Wo ist der? Da ist der drin, in dem Korb. Lächerlich. So, da muss ich rein. Ich warte aber auf meinen Hund. Und ich loote mal die Munition. Ja, die 10 mm, die nehme ich gerne. Und die auch. Komm, Unimann, wir können jetzt hier rein. Wir nehmen... Jetzt Relais-Spule. 4 Schuss nur noch. Ja, man, ihr seht, ne, man braucht wirklich Munition. Also es ergibt schon Sinn, dass wir das gelevelt haben. Das war wirklich ein Billardkö. Ich hab mich nicht getäuscht. So. Jetzt. Räumen wir hier auf, Freunde. No mercy for the Raiders. Kennst du noch mehr solche Geschichten? Ahahaha. Verteilt euch! Findet sie! Was? Du machst voll Witze! Ich seh den gar nicht. Oh, der hat meinen Hund schon wieder. Aber ernähre dich von dem Spratzblut. So, hier ist jetzt ein Endgegner. Ich sollte mal ganz kurz, bevor der will mich mit seiner Schrotflinte erwischen. Das ist eine gute Idee. Wie weit ist der denn? Oh, das ist, wieso ist denn ein Hut? Wieso kam denn dein Hut geflogen? So, steh auf. Oh shit. Was war denn das für eine Melone, die mir da entgegen kam? Geht's dir wieder besser? Okay. Sechs, hier ist doch schon der Endboss, oder nicht? Klatsch. Bam! Ja, sie war der Boss, oder was? Ja, aber bin ich jetzt der neue Anführer? Das ist bei Raidern so. Dann mach ich's schnell. Wer den Anführer tötet, ist selber Anführer. So. Impro-Automatik-Pistole. Irgendwas Spannendes? Nee, ne? Rüstungswerkbank. Eieieiei, ich bin der neue Anführer. Hast du das denn nicht mitbekommen? Hast du das Memo nicht bekommen?
Unfassbar. Das nennt man Angst. Nee, das nennt man einfach sich nicht an die neue Rangordnung halten. Ich glaube, ich muss mal hier nur E-Mail verschicken, dass ich jetzt der neue Chef bin. So, Bother Minded hat... Ja, das könnte sein. Ist es aber einfach... Oh, so ähnlich wie Minded. Vielleicht wie Killed dann oder so. Ja, Killed könnte es sein. Wie schön. Guck mal, reingehackt. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Wo ist denn der Safe? Das wäre schon schön, wenn der... Da. So. Warum stirbst du nicht? Hast dich verpisst? Was? Rede nicht so über mich. Das wird Konsequenzen haben. Ich bin dein Chef. Ich schleich mich an. Zeit, fertig zu machen. Zeit. Bald gegen den neuen Boss. So läuft das hier also jetzt. Ich glaube, ich sollte mal ein Simpack aufessen. Vielleicht sogar zwei. Ich sollte nicht so geizig sein. Ich sollte mir noch einen zweiten gönnen. Und wir müssen die Waffe wechseln. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, ich auch. Der hat nichts von Interesse. Heimlich. Still und leise. Oh, schöne Lichteffekte, oder? Das sieht gut aus. Oh, stell dir mal so ein neues Fallout vor. Fallout 5 mit so Unreal Engine. Wie kannst du das überleben? Hält dich wohl für ganz... Hier, eisgekühlter Wein. Sie wissen, wie man genießt. Oh, ein Stimpack, das nehme ich. Und Korkenvorrat, klar, den brauchen die nicht mehr. Ja, schade, sie wollten sich mir nicht anschließen. Sie haben die Hierarchie. Komm ich so nicht auf. Oh, was, ernsthaft? Warum? Ich brauche einen meisterhaften Schlossknacker. Kann ich eventuell... Habe ich schon Level-Up frei wieder? Nee, ne? Doch. Aber ich glaube, meisterhaft kriege ich nicht hin, weil da fehlt... Oder? Warte. Wahrnehmung 4. Level 18 brauche ich dafür. Schade. Das ist ja wirklich blöd. Ich gehe mal auf Pistolen. Wir spielen so viel mit den Pistolen jetzt hier. 40% mehr Schaden und größere Reichweite. So machen wir das jetzt. Und ein bisschen Aluminium nehmen wir mit. Was hat der da noch? Ein Toast? Ah, lol! Guck mal, ich liebe die Geschichten einfach. Eine Gabel, ein Toaster, eine Badewanne. So hat der sich das Atomende gemütlich gemacht. Ach, sind die Kleinigkeiten in diesem Spiel. Man muss die Augen offen halten. Man muss die Welt die Geschichte erzählen lassen. Das machen wir nochmal. Das wär's. Also, natürlich macht das Fallout sehr humoristisch, ne? Hey, ich will auf die andere Seite. Ja. Aber es gibt halt auch so Endzeit-Filme und Bücher, wie zum Beispiel The Road, die so deprimierend sind, dass man auf einmal wirklich erstaunlicherweise gar keinen Bock mehr hat auf irgendeine Form von Apokalypse. Hier kann man ja nochmal lachen, ne? Aber nicht jede Apokalypse ist so schön wie Fallout. Also, lade. Okay, Zeit für euch, mir was zu sagen. Heft verpasst? Echt? Wo? Ich habe ja noch nicht alles richtig durchsucht. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Dachte ich, aber ich komme vermutlich jetzt wieder raus. Einen zweiten Stock auf dem Tisch. Ah, sehr gut. Das gucke ich gleich nochmal nach.
Wer weiß, was das für ein schönes Heft ist. Vielleicht kriegen wir noch bessere Preise. Wenn der Wind weht, das kenne ich gar nicht. Oh, Leute. Was ist los? Boah, das ist ja unfassbar. Ey, ich verstehe es nicht. Ich liebe dieses Spiel, aber ich verstehe es nicht, warum Bethesda das nicht selber fixt. Warum man da, ich das werde es nicht verstehen. Warum sie darauf warten, dass Modder eine Mod schreiben, eine kleine Mini-Zeile Code, die diese unnötigen Ladezeiten rausnimmt. Das ist ja einfach nicht notwendig. Das ist halt irgendeine Schlamperei im Code. Wie kann das sein, dass die kein Interesse haben, jetzt wo alle Leute das Spiel wieder spielen, weil sie die Serie cool finden? Wie kann man... Oh! Ich verstehe es einfach nicht. Die müssen doch... Da muss doch irgendwer sitzen bei Bethesda und sagen, ey Leute, hier, Pete Jefferson, kannst du mal kurz 3 Zeilen Code schreiben? Da ist es, Grognak-Lieferbar. Schade, das ist, glaube ich, mein 3. Grognak und ich nutze das ja gar nicht. So wirklich. Naja. Egal, ich will mich gar nicht abfacken, weil ich liebe ja das Spiel. Ich will ja Spaß haben. Und wir fucken uns sowieso schon wegen anderer Dinge ab im Leben. Das muss ja nicht immer so sein. Stattdessen freuen wir uns über den Lachspups, der gerade vor einer Viertelstunde ein Abo reingeballert hat und schon seit 10 Monaten bei uns ist. Lieber Lachspups, erstmal appreciate ich deinen Namen. Ich frage mich auch, pupsen Lachse eigentlich? Kommt das mal vor? Wäre so wenig Code, würden sie es wohl wirklich einfach selbst machen. 3 Zeilen Code wäre ja unverhältnismäßig viel Nutzen für derartig wenig Aufwand. Hofrat Karl. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie viel Zeilen Code das wirklich sind und wie viel Aufwand das ist, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass wenn Modder das machen können, dann gibt's, es gibt keine Argumente, weshalb Bethesda das nicht macht. Weil die sicher das Spiel dadurch echt ein Stück weit kaputt machen. Es gibt keine Ausrede, die das in irgendeiner Form rechtfertigt, weshalb ein solch ein riesiges Unternehmen das nicht macht. Versteh es nicht. Ich werde es nie verstehen. Und eines Tages, wenn ich Todd Howard mal wieder treffe, dann werde ich ihm das aber auch ins Gesicht sagen. Dann werde ich sagen, Todd, you know, I really like your games. But this was not nice. Hashtag. Was geht ab? So, spring ich hier runter? Nö. Wir haben jetzt die Aufgabe erfüllt. Das heißt, wir könnten jetzt auch einfach wieder zurück nach Oberland Station. Und dann können wir... Warte mal, was ist eigentlich... Na, warte mal, was ist denn eigentlich hier mit Hangman's Valley? Da gehen wir nochmal kurz hin. Naja, die Modder machen es for free und haben theoretisch unendlich Zeit. Die Teams von Bethesda haben ihre Aufgaben, auch wenn ich mich selbst sehr oft frage, was die da den ganzen Tag treiben, sagt Perry Mikiri Let's Play. Naja, also erstmal, was heißt, die Modder haben theoretisch unendlich viel Zeit in ihrem Leben als Mensch. Die sind ja auch, die haben ja auch andere Dinge, die sie vielleicht machen könnten, statt für lau die Fehler eines Riesenunternehmens zu beseitigen. Der einzelne Programmierer bei Bethesda hat natürlich viel zu tun, wie jeder Programmierer in jedem Entwicklungsstudio, was gerade an irgendeinem Spiel arbeitet. Aber es ist ja ein Projektmanagement, was es am Ende entscheidet und die Prioritäten setzt und sagt, hey, wir stellen gewisse Ressourcen dafür ab, dass wir das in Ordnung bringen. Weil es kann einfach nicht sein, dass das in diesem Zustand belassen wird und dann einfach gesagt wird, ja, irgendwer wird es schon fixen. Das geht doch, finde ich, sorry. Gibt es keine Argumente für mich, die das gutheißen, weshalb das nicht klappt.
Das kann auch nicht so teuer sein. Genau, das wollte ich machen. So, jetzt ist das nämlich meins hier. Hangman's Valley. Und das können wir jetzt, wenn wir wollen, können wir uns das hier schön machen. Und dann ziehen hier auch Leute ein. Und es gibt Mods, ja, mit denen man aufräumen kann. Und dieser ganze Gerümpelberg, ne, das kann man dann alles wegmachen. Und das ist auch was, was ich bei Fallout mir immer denke. Wenn ich jetzt hier irgendwo leben wollen möchte und mir das schön mache, dann würde ich ja mir mal eine Schaufel nehmen und diesen Dreck hier wegmachen. Ist ja nicht so, dass die Leute jede Würde verloren haben oder so. Und da gibt es auch Mods, mit denen man das machen kann. Und das mache ich gerne. Räume hier dann gerne auf. Ja, auch so Spiele, wo es nur darum geht, ne? Ums Aufräumen. Ich wollte mal überlegen, ob ich jetzt hier mal ein paar Betten hinsetze. Damit hier Leute einziehen können. So. Saubere Betten. Guck mal. Wo ist hier der... Ja, wir wollen den Durchgang nicht versperren. So. So. Bauen wir mal hier ein Bett rein. So. Und... Oh, krieg ich da noch ein zweites rein? So, jetzt haben wir hier schon 4 Betten sogar. Jetzt könnte ich hier irgendwo noch eine Ecke machen, wo wir was zu essen anpflanzen. Essen. So, wir haben... Wovon haben wir denn besonders viel? 8 Tato-Pflanzen. So, dann machen wir jetzt hier so eine Tato-Farm. Und jetzt haben die auch was zu essen. Die Freunde. Wie viel denn? 0, ja. Aber sie haben... Wenn sich das hier selber beackern, dann machen wir hier noch eine Wasserpumpe hin. Und, so. Wasserpumpe. Ja. Da müssen nur noch Leute kommen. Da müssen wir ja irgendwann ein Rekrutierungssignal hinsetzen, glaube ich. Was? Ja. Ist jedenfalls auch unseres. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Oberland Station. Was ist denn das bitte für eine Uhrzeit, Nils? Und dann morgen bis in die Puppen pennen, war? Ja, Bob Andrews. Übrigens, geiler Nutzername, Bob Andrews. 3 Fragezeichen. Och, nee, aufwachen. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Was? Ich... Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach übrigens, wir haben noch mal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ah ja. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Mein Reden. So, die gehören jetzt uns. Und jetzt können wir da hier auch zu dem... Hier. So, gehört alles uns. Ich kann jetzt hier richtig weglooten, ne? Die haben diese ganzen Tato-Pflanzen. Scheint wirklich was zu werden. Die ernte ich jetzt und dann kann ich die woanders wieder anpflanzen. In anderen Siedlungen. Oder ich kann mir daraus was kochen. Wo die wachsen. Oh, ich bin überfüllt. Hilfe. Ja, das ist halt blöd. Den ganzen Siedlungsscheiß habe ich auch immer gekonnt ignoriert in Fallout 4, sagt Trick. Ja, ich habe exakt das Gegenteil gemacht. Ich habe es einfach überhaupt nicht ignoriert. Ich habe wirklich viel zu lang immer gebaut. So. Ich muss ein bisschen Gewicht loswerden. Das wird doch schnell gehen. Wie wär's denn mit Aluminiumdosen? Nee, die wiegen nix. Ich esse einfach was. Hier kommt so ein Eichhörnchen, esse ich jetzt. Bam. Und ein Kürbis. So. Jetzt geht's mir doch wieder gut.
Jo, genau. So, hier. In dieser kleinen Hütte leben jetzt zwei Leute. Das muss natürlich mehr werden. Wie gesagt, in meinem Fallout-Spielstand leben hier dann irgendwann 38 Leute. Das heißt, wir müssen denen dann irgendwann noch hier ein bisschen Unterkunft und so bauen. Aber erst wenn alle Siedlungen miteinander vernetzt sind, macht das wirklich Spaß, weil ich muss da nicht mehr für jede Siedlung die Ressourcen einzeln holen, sondern man teilt sich die dann. Globale Ressource. Aber ich glaube, ich kann das jetzt noch nicht machen. Ich glaube, ich kann die noch nicht. Ich weiß nicht, ob das erst später kommt, durch eine Quest. Oder ob ich einfach die nötigen Ressourcen für diesen Rekrutierungsfunkleitstrahl brauche. Ich kann ihn ja jetzt schon bauen. Also, ich glaube, ich brauche nur die Ressourcen. War das nicht ein Charisma-Talent? Das ist ein Trade? Ach so, du willst Pen Bob Andrews, okay. Verstehe. Warte mal, den muss ich mir mal angucken. Welcher ist denn das? Boah, das hier sollte ich eigentlich auch nochmal machen, ne? Wir haben eh schon so viel Charisma. Und wir haben zwei von den Magazinen gefunden, die uns bessere Preise geben. Wenn ich das jetzt auch noch mache, dann können wir richtig einkaufen gehen. So, warte, welcher Perk ist das denn nochmal? So weit unten kann der doch nicht sein. Da! Das ist er. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Okay, das müsste dann doch bedeuten. Ich hoffe, das ist dieser Perk, mit dem man alle Ressourcen für alle Siedlungen zusammenschmeißt. Weil ab da macht es dann wirklich nur. Also, vorher ist es ja Quatsch mit Soße. Aber wir haben noch nicht genug. Wir müssen ein bisschen. Das ist der richtige Perk. Na, dann machen wir als nächstes das hier. So viele geile Perks, die wir alle haben wollen. Ja, das müssen wir irgendwann auch nochmal machen. Yo! Okay, geil. Haben wir das hier fertig? Jetzt müssen wir wieder zu Preston, ne, und dem die guten Nachrichten überbringen. Das ist der nervige Part, dass man immer wieder nach Hause muss. Aber das gibt ja auch Erfahrungspunkte, die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Preston, wo bist du? Der lungert in meinem alten Haus rum. Das ist ja ein bisschen spooky. Ey, das ist mein altes Haus. Das ist mein alter Sessel. Was machst du da? Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Ja. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Bin ich dabei. Hört sich an, als wäre es genau das, was wir brauchen. Ich dachte mir, dass dir die Idee gefällt. Klaro. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Da muss ich ja direkt dahin, oder? Später. Ich denke darüber nach und sag dir dann Bescheid. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ja, Mann. Machen wir so. Ich wollte erstmal nach Diamond City, habe ich gedacht. Schmeißen wir erstmal hier unseren ganzen Schrott rein. So. Und dann haben wir ja noch hier diese fett
diesen Raketenwerfer, ne? Die Minigun ist fast leer. Da, den Raketenwerfer lassen wir mal hier. Ja, die lassen wir auch mal hier. Die haben wir kaum genutzt. Die haben wir auch so gut wie keine Munition. Wir haben 5 Schuss oder so dafür. Hä, ja, warte mal. Die wollen wir mal. Warte, das gucken wir uns jetzt mal an. Was baust du da? Wir haben ja. Wo ist sie? 2 verbesserte 10mm. Diese, das ist die, die wir selber gemacht haben. Und. Ja. Wo ist die andere? Diese. Was hat die denn? Den kalibrierten Verschluss, weil da können wir eventuell was von abnehmen und das bei dem anderen mit reinsetzen. Erhöht Schaden durch kritische Treffer. Gibt es irgendeinen Nachteil davon? Gehärteter Verschluss. Boah, krass. 43 verbesserter Verschluss. Brauchen wir aber Werkbank 2. Wir haben nicht mal Werkbank 1. Wir brauchen mehr Level. So. Nee, das ist doch Quatsch. Also das können wir mal... Die können wir abnehmen hier, oder nicht? Können wir nicht einen Standardverschluss? Ja, geil. Das mache ich dann in die andere rein. Was hat der noch? Verlängerter Lauf hat der, glaube ich. Ja, nehme ich einfach komplett alles und nehme es gleich für mich. Ach, das kostet. Egal. Aber das kostet, warum kostet das? Aber es müsste günstiger sein als das. Ja, viel günstiger. So, was hast du hier? So, alles brauche ich. Das brauche ich mir jetzt schön in die andere ein. In diese hier. So. Okay, gehärteter Verschluss. Ja. Dafür kriegen wir. Die Reichweite ist besser, genau. Was ist da der Unterschied? Verlängerter, leicht perforierter Lauf. Wo ist der Unterschied? Was ist besser? Davon habe ich doch noch einen da, oder nicht? Der müsste doch besser sein. Feuerrate. Was ändert sich denn da? Die Präzision. Ja, wir machen das mal. Dann nehmen wir den Komfortgriff. Nee, warte. Erstmal das, was wir schon haben. Standardmagazin. Ey, wir hatten doch schon ein großes Magazin. Was soll das denn? So, das haben wir jetzt, genau. Ja, Kompensator. Und die Lackierung, genau, okay. Ich dachte, das, ja, den hatten wir noch nicht. Was bringt das genau? Kaum was. Verbesserte Rückpräzision aus der Hüfte. Wir schießen ja auch schon häufiger aus der Hüfte, das stimmt. Ja, komm. Jetzt ist die Waffe noch ein bisschen besser. Ja, alles okay. Yo, yo, yo. Das wäre, da hätte ich noch Interesse dran, aber das können wir noch nicht machen. Okay, die ist jetzt tatsächlich einfach ein bisschen besser. Was wollen wir noch machen? Hier diese beiden Impro-Pistolen. Welche nehme ich denn? Welche habe ich denn aktuell? Diese hier.
Die hat ja gar nichts. Wieso habe ich da nicht eine andere? Wieso nehme ich denn nicht zum Beispiel diese hier? Die macht 18 Schaden, 19 Schaden. Könnte ich doch auch alles zusammenführen. Dann baue ich doch mal bei der einen alles ab, beziehungsweise... Na, was können wir hier abbauen? Nee. Was muss man jetzt zusammenführen? Stummellauf? Welche bringt mir denn so viel mehr Schaden? Kann ich alles noch nicht bauen. 26. Die benutzen wir halt auch viel, diese Pistole. Das wäre schon cool, wenn wir dann die beste Variante hätten. Leuchtvisier, Standardvisier. Das ist ja Quatsch mit Soße. Wir brauchen nur eine, oder? Welche nehmen wir denn? Die hat eine sehr viel höhere Reichweite. Ich glaube, wir nehmen diese hier dann. Was können wir von der noch nehmen? Die baue ich jetzt ab. So, was hat die jetzt Geiles? Ja, das können wir noch. Im Vorgriff, Standardmagazin, ja. Leuchtvisier hatten wir bei der anderen, haben wir auch irgendwas. Schwerer Verschluss, genau. Verbesserter Schaden, machen wir mal das. Oh, warum ist das so teuer? Schraube, Öl, Zahnrad. Ach, Spielzeugauto bringt Schraube. Das ist die Golduhr, das Zahnrad. Interessant. Egal, machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann hatten wir diese hier. So, jetzt schauen wir mal eben Stecherabzug. Genau. Das können wir da anbauen. Das haben wir schon. Ja, Scharfschützengriff. Das hat die Reichweite gebracht. Magazin. Oh, da fehlt original die Schraube. Die ich jetzt gerade verbaut hatte. Egal, Reflexvisier. Ja, können wir machen. Windungsbremse haben wir nicht. Okay, das ist jetzt hier... Das ist jetzt die bessere. Und die andere... Scrappen wir. Hier, das sind die, die scrappen wir. Scrap. Und... Pistole. Die scrappen wir. Und Scrap. 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 Ja, ist gut so. Okay, okay, okay. So, die Laser, das behalten wir mal. Und fertig. Und hier, genau, hier kann man auch umbenennen. So. Wir können zum Beispiel unsere... Wir können sozusagen eine Reihenfolge machen, was dann immer oben ist. Oder wir sagen, wo ist jetzt unsere 10 mm da? Die können wir jetzt umbenennen in zum Beispiel, wie wollen wir sie nennen? Lincolns, weiß ich auch nicht. 10 mm, gibt es da irgendein lustiges Wortspiel? Oder wir nennen es Heidi. Spaßverderber. Heidi Kabel können wir sie standardmäßig nennen. Ah, eigentlich Heidi Kabel Plus. So, Heidi Kabel, bam. Das ist einfach Heidi Kabel. So ein bisschen unsere Standard. Hier, und die können wir auch umbenennen. Spaßverderber. Ich kann sie auch noch einem von euch benennen. Hier. Antje. Antjes Grußkarte. Oder sowas. Keine Ahnung. Antjes Grußkarte. Ja. So. Ja, Station verlassen. Was baust du da? Ey, das geht dich gar nichts an, was ich hier baue. Der will schon wieder irgendwas. Ach ja, der will, dass der Angriff losgeht. So, jetzt können wir noch die... Da, Antjes Grußkarte... Können wir jetzt noch auf die da auf die Taste legen. Genau. Okay. So, dann haben wir jetzt. Das ist die Schrotflinte. Bam. Mal die Kabel. Ja, sieht doch nice aus. Auch mit dem Holzgriff und so.
Ja, ist schon besser. Gut, wir brauchen mehr Level. Wir wollen mehr Perks haben. So, und die andere ist diese hier. Ja, okay, der ist natürlich scheiße. Im Vergleich mit dem geilen. Aber das sind halt... Ja, okay. Yo. Aber wir brauchen mehr Munition. Die kaufen wir uns in Diamond City. Ist doch klar. Jetzt könnten wir natürlich mit unserem Power-Rüstung mal wieder losziehen. Warum auch immer wir die das letzte Mal vergessen hatten. Obwohl die so cool ist. So, den lassen wir mal warten, den Preston. Und können jetzt nach Diamond City. Und da finden wir wirklich auch noch eine Menge Stuff. Sunshine Tidings Cooperative. So, das heißt, wir können wieder dahin. Und nähern uns Diamond City. Ich habe noch nie Fallout in Virtual Reality gespielt und ich frage mich gerade, ich habe nämlich eine PSVR 2 da. Könnte man theoretisch Fallout mit dem Grafik-Update, also noch wichtiger mit dem Frame-Update, würde das gehen, mal eine Session einzubauen? So, der Wunsch kam nach Third-Person-Perspektive. Diamond City ist im Süden. Hier lang. Oh, da ist schon irgendein Schwein. Schweine-Raider da oben wieder. Nee, also die muss nicht auf dem PC laufen, deswegen frage ich ja, komme ich da durch? Nee, ne? Oder? Da? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was ist das? Oh fuck. Puh, puh, puh. Ist das, was ich glaube? Nee, das ist. Oh shit. Mehr genug Money, nur 3 Schuss. Mist, nur 3 Schuss. Zu wenig Schuss. Oh, was ist da hin? Boah, was? Warum steht der da so drin? Warum machst du nichts? Wieso mache ich so wenig Schaden? Ja, Honeymann, du schaffst es, ich glaube an dich. Die Typen sind auch so irre, die laufen die ganze Zeit mit dieser Bombe dahinterher. Wir wollen uns bei Flat Pete bedanken und beim anonymen Schenker, der 5 Abos in den Club schmeißt. Vielen lieben Dank. Ah, das ist, glaube ich, hier im Gebäude drin. Vielen lieben Dank für den Support. So, wir wollten aber eigentlich nach Diamond City und das ist im Süden. Und so, der Süden ist Osten, Südosten, Süden, in diese Richtung. Das war nur ein kleiner Abstecher.
und lag gar nicht auf unserer eigentlichen Route. Die eigentliche Route führt hier entlang. Und ich wollte mir diesen See nochmal angucken. Das ist ein Wahnsinn, mich mit einer Power-Rüstung anzugreifen. Oh Gott, was der ab kann, das ist so quatschig. Oh Gott, das sind die ekelhaftesten Viecher. Diese ganzen Fliegen. Es gibt so einen See. Da ist so ein riesiges Monster drin. Aber das ist nicht dieser See. Was ist denn da oben Schönes? Ich habe nur noch 6 Schuss. In Reserve. Was mutiert erfahren? Was zum? Was zum? Oh. Oh. Ja, sehr guter Schuss. Lass los! Das ist nicht. Okay. Wir brauchen mehr Muni. Schon wieder nichts mehr. Das ist die Minigun. Ja, wir müssen die Schrotflinte. Oder das Jagdgewehr geht auch. Was? Wie Hilfe? Nee, falsche Waffe. Die wollte ich nehmen. Wer hat Probleme? Wer braucht Hilfe? Guck mal hier. Das ist so eine Falle. Ist das hier drin? Ich glaube, das soll da drin sein. Ja, ich komme. Ich weiß, dass es eine Falle ist. Ich weiß genau, wie ihr arbeitet, ihr Raider. Ihr seid fiese, fallenstellende Halunken. Aber ich komme trotzdem und da werde ich das jüngste Gericht für euch sein und euch verurteilen. Zu einem ewiglichen Aufenthalt in der Hölle. Was dauert das so lang? Ich weiß, dass ich jemanden gesehen habe. Das sah nach einem guten Ziel aus. Also halt den Mund und warte. Scheiße. Vielleicht sind sie hinten rumgegangen. Sollen wir an der Laderampe nachsehen? Dummkopf, wir haben da hinten 2 Leute. Solltest du nicht den Mund halten? Aber was, hey, wenn... Hey, du sollst still sein. Wenn du noch ein Wort sagst, sorge ich dafür, dass du mich nie wieder nervst. Was? Das ist voll gemein. Wer ist da? Ja, egal, ich klaue eure Sachen erstmal. Da ist nichts mehr. Aber mal im Ernst, was wenn sie... Hey, was zum Teufel? Was? Ich habe ihn gewarnt. Jetzt halt dein Maul und mach dich bereit. Das war überhaupt nicht meine Absicht, aber... Lass sie getötet! Ja, das ist richtig. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Lass los! Okay. Schieß. Emo. Okay, was ist hier genau passiert? Die haben sich gegenseitig getötet. Die haben sich einfach gegenseitig getötet. Warum? Was ist hier vor sich gegangen? Aber das war doch nicht die Person, die um Hilfe gerufen hat, oder? Brauchen wir Frostschutzmittel für irgendwas Wichtiges? Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Die haben irgendwas Fieses im Keller gemacht. Da sind sehr viele Leichen. Das ist unangenehm. Was haben die da getan?
Also da gehen wir gleich in den Keller, da geht's raus. Da ist das Klo. Was haben wir hier? Ist es wieder so ein Supermarkt? Oh, hier wird es reichhaltige Beute geben. Hey. Das machen wir. Schnapp's dir. Hier drüben. Okay, erstmal einen Keller und diesen Leichenberg anschauen. Geh dorthin. Was ist hier passiert? Die haben die auf jeden Fall alle dahin gemetzelt. Vielleicht wollten sie die essen oder so wie bei The Road. Ach Gott. Das ist größer als ich dachte. Scheiße. Okay, da kommen wir raus. Ich hatte keine Ahnung, dass das hier so eine große Veranstaltung ist. Fuck. So ist das, du gehst irgendwo rein und hast vorher nicht das Gefühl, dass es besonders groß ist und dann auf einmal bist du eine halbe Stunde unterwegs. Das Schloss krieg ich nicht auf. No. Mist, wir sind noch kein Meister. Da ist doch was Feines. Lagerraumschlüssel und Picket Fences. Hightech-Beleuchtung in Siedlungswerkstätten bauen. Okay, das hatte ich doch alles nicht auf der PlayStation. Oh, Aktionspunkte. Ja, können wir uns mal angucken. Das ist der hier. Aber man sieht nicht. Welcher Teil ist das denn? Ach, kann ich ihn nicht anziehen. Weiter, weiter, weiter. Ah, Klammerbox. Was haben die mit den ganzen Leuten gemacht? Da steckt 100 pro eine Geschichte dahinter. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, und da dürfen wir nicht ran. Oder war das der Schlüssel? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. So, wir haben jetzt in jedem Fall einen Schlüssel für irgendwas. Für irgendeinen Raum. Hier ist nur ekelhafte Suppe. Lohnt sich das? Oh geil. Nehmen wir. Jetzt muss ich mich wieder orientieren. So, genau da ist der Supermarkt. Das ist Öl. Möglicherweise können wir den Schlüssel hier zum Einsatz bringen. Aber habe ich denn da unten jetzt alles gemacht? Oder ist da noch was? Ich glaube, wir haben da alles gesehen. Oder nee, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 was ist denn jetzt hier? Warte. Da kam er her, oder? Ja, ja, da kam er her, ne? Oder ja, hier kamen wir her, genau. Gut, dann gehen wir jetzt in den Supermarkt rein. Und schauen, was da noch auf uns wartet. Beziehungsweise hier haben wir auch noch was. The Fence. Das würde aber wieder Ladezeit bedeuten. Und ich weiß nicht, wo wir da dann hinkommen. So, also Supermarkt. It is. Alter, Orientierung 0. Oh Gott, Mimmel. Warte. Oh, hier.
Wieso komme ich da nicht durch? Aber hier will ich rein. Das ist auf dieser Ebene. Warte. Dann the fence. Warte, ich guck mal einmal jetzt. So. Und dann gehen wir noch durch diese Klappe da. Ich war... Och Mann, ey. Es ist auch echt spät. Ich habe diese Tür... Oh Gott. Es ist echt spät, sorry. Ich merke gerade, mein Gehirn ist komplett lost. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass wir gleich eine kleine Pause brauchen. Ist hier noch irgendwas Schönes? Wenn es ist, gut versteckt. Was ist alles pervers, dieser Typ hier. Warum ist der da aufgestellt? Hier ist nichts mehr, oder? Außer Weirdness. Achso, da kommen wir auch zu den Fans. Okay, ich glaube... Können wir einfach rausgehen. Das wäre einfach nur ein anderer Ausgang gewesen. Ja, daran merke ich immer, dass mein Hirn eine Pause braucht. Und deswegen machen wir jetzt auch eine Pause. Ihr Lieben, während wir hier noch laden, zu Ende laden. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht irgendein Angriff. Dann müssen wir natürlich noch weitermachen. Das war eine weitere Ausgabe Fallout 4 auf dem PC. Wir warten sehnsüchtig auf den Ladefix, der das hier in Ordnung bringt. Diese stundenlange Warten. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war wieder ein großer Spaß mit euch. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Da gibt es die zweite Runde Albion Online mit dem guten Radlerauge. Hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr morgen mitspielen wollt in unserer Gilde, könnt ihr das gerne tun. Bei mir auf Twitch gibt es so eine kleine Grafik zur Albion Online und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch das runterladen, also kostenlos. Ihr könnt komplett kostenlos mitspielen, free to play. Und dann werden wir morgen eine Gilde machen. Und wenn ihr Bock habt, ziehen wir zusammen umher und raiden einfach richtig die Welt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. So.